Ja, während dieses Wochenendes, ich habe schon gesagt, hat sich zwischen den Chören, aber auch zwischen den Pfarrkollegen ein inniges Verhältnis entwickelt. Wir haben uns auf Anhieb verstanden und so darf ich um ein ganz herzliches Willkommen Sie bitten für Novica Branko, einen Pfarrer aus Serbien, der ja eine ganz bewegte Geschichte hat. Ich darf es, glaube ich, kurz erzählen. Er war einmal Profifußballer und hat dann zum Glauben gefunden und ist immer ja näher durch Gott daran interessiert worden. Und ich freue mich von Herzen, lieber Novica, dass du uns heute das Wort Gottes auslegst. Ich bin sehr froh und sehr dankbar und für mich ist es auch eine Ehre, heute da zu stehen und mit euch über das Gotteswort nachzudenken. Ja, liebe Schwester und liebe Bruder, das Motto unseres Fastenaktion lautet, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Das steht im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wo die Rede von Weltgericht ist. Dort weist Jesus uns nachdrücklich auf unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen hin. Krieg, Vertreibung und Hunger sind die Schlüsselworte, die unsere Nachrichten prägen. Überall auf der Welt sind die Menschen, die hungrig sind. Entweder von Krieg, von Armut oder dass sie wenig Geld haben. Die Schlagzeile, die unsere Schicksale der vielen Menschen sind uns zum Alltag geworden. Bilder von Menschen, die wegen Armut und Hunger ihre Heimat verlassen und sich bewegen, auf dem Weg in eine bessere Zukunft zu machen, und das oft zu Fuß unterwegs, oft Monate oder sogar Jahre lang. Sie sind auf die Suche, nicht mehr hungrig zu sein. Doch vor allem Afrika, aber ich traue heute mir zu sagen, die Europa sind auch die traurigen Orte für das zerstörte Hoffnungen geworden. Traurige und furchtbare Wahrheit ist, dass viele Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben oder wenig zu essen haben. Die Ursache des globalen Hungers haben folgende Gründe: Armut, Umweltzerstörung und Kriege gehören zu den wichtigsten Ursachen für Hunger. Die aktuelle Weltsituation und unsere Predigtvers fordert von uns heute heraus, die Werke der Barmherzigkeit und die Nächstenliebe zu tun. In der Lesung haben wir soeben die große Rede von Jesus gehört, die der Evangelist Matthäus festgehalten hat. Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Und da geht dieser Schlüsselvers.
was ihr für einen meiner geringsten Schwester und Bruder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Die Worte Jesu im Matthäus-Evangelium sind die Triebfeder unserer christlichen Religion und unserer christlichen Nächstenliebe. Der Blick auf den Schwachen, auf die Armen und Ausgestoßene ist unsere Aufgabe als Christen. In der Barmherzigkeit für andere wird Jesu Gegenwart in besonderer Weise lebendig. Mit unserem Handeln gegenüber den Armen und Hungrigen vergegenwärtigen wir das Reich Gottes und lassen es Wirklichkeit zu werden. In diese Taten sieht Jesus in unser Leben auf, in unser Leben, in unsere Welt. Nehmen wir das Jesus selbst an. Wir begegnen Gott in unserem Tun, an den Armen, an den Hungrigen, bei dem Obdachlosen, bei dem Durstigen und auch bei denen, die fremd sind. Jesu Forderung ist eindeutig. Und die Bibel wird durchgezogen von diesem Anspruch. Immer wieder werden die Armen und Hungrigen aufgenommen, wie das Fremden. Zeigt sich oft als eine hilfreiche Sache. Manchmal sogar in der Bibel steht, sie sind als Engel zu uns gekommen. Am Ende dieses Weltgerichts kommt es darauf an, ob wir Hungrige gespissen haben, Durstigen zu trinken gegeben haben, ob wir Fremden aufgenommen haben, Nackten gekleidet haben, ob wir Kranken und Gefangene besucht haben. Das bedeutet nicht, dass alle andere es unwichtig ist. Aber für mich bedeutet das, dass alles andere darauf bezogen sein muss. Dass wir in unserer Gesellschaft, der Kirche, in unser Privatleben, in der Politik und auch welche Bereiche des Lebens es noch gibt und eben auch die Wirtschaft darauf beziehen müssen. Wir sollen ständig im Blick haben, wie wir Not und Armut abwenden können. Das ist unsere Aufgabe als die Christen. Jesu Worte sind ein Appell gegen unsere Gleichgültigkeit. Sie sind eine kritische Anfrage an unsere Nächstenliebe. In meinem Land haben die Menschen die große Welle von Vertreibung, Armut und Hunger bereits mehrmals erlebt. Viele mussten während der Kriege, die in Bosnien, Kroatien, Kosovo oder NATO Aggression bereits am eigenen Leib zu erfahren, was bedeutet, arm zu sein und hungrig zu sein. Ich erinnere mich auf die Embargo-Zeit, und das passierte alles im 20. Jahrhundert, direkt in der Mitte von Europa. Ich erinnere mich auf das Embargo und Inflationszeit, als ich als 15-jähriger Bub oft in den langen Schlangen
vor der staatlichen Bäckerei stand, um ein Brot zu bekommen. Oder vor einem Laden, ein Artikel zu kaufen. Wir hatten Millionen von Geldscheinen gehabt. Wenn ich in den Laden reingehe, dann kaufe ich eine Packung von Zundra. Nichts. 1 Million hat gekostet. Aber die Erinnerungen an die letzten Kriegstage und die Zeit danach können uns als heute als Maßstabe der Nächstenliebe dienen. Als EMK in Serbien haben wir viel gemacht. Als der Krieg in Bosnien und Kroatien passiert ist, haben wir als Kirche die Essenpakete in arme Familien verteilt. 5, 6 Jahre lang. Dann, als das mit den Flüchtlingen, die von Nordafrika kommen, haben wir auch zu denen gegangen und Essen gegeben. Vor ein paar Jahren gab es auch große Überschwemmungen in Serbien. Ja, und wir haben bei einigen Familien Unterkunft gegeben. Sie haben in unserer Kirche 3, 4 Monate gewohnt. Einfach gewohnt. Obwohl wir eine kleine Kirche mit 1000 Mitgliedern sind. Aber mit einem offenen Herz. Das ist das Barmherzigkeit, die wir den Hungrigen, Durstigen, Obdachlose, Fremde schuldig sind. Weil, denn ich war hungrig und ihr habt mir Essen gegeben, spricht Christus. In den Hungrigen nehmen wir Christus auf. Amen. Ich lade die Jugendchor nach vorne zu kommen.